So, und da sind wir wieder bei einem neuen Video. Heute möchte ich gern mit euch über etwas reden, was mich schon länger stört, was mich eigentlich total ankotzt. Nämlich generell YouTube Deutschland. Und ich denke, die Gründe dürften bekannt sein, warum das denn so scheiße ist. Immer dieser Beef, immer der ganze Stress mit den größeren YouTubern. Ich habe da jetzt keinen Stress mit, ich bin ja nicht so groß. Aber glaub mir, ich würde da sowas von mitmachen, wenn ich größer wäre. Aber nur so zum Spaß. Auf jeden Fall diese großen YouTuber, die euch durchgehend irgendwie nerven, weil die immer irgendwie solche Videos dort in euren empfohlenen Sachen haben, obwohl die absolut euch nicht interessieren sollten. Wisst ihr eigentlich, wie ihr das stoppen könnt? Eigentlich ganz einfach. Nichts, was mit denen in Verbindung kommt, gucken. Und die Leute, die müssen das endlich mal verstehen, die da was gegen haben, zum Beispiel die Hater von diesen Leuten. Die müssen endlich mal verstehen, dass sie sich das nicht angucken sollen. Egal, ob die da jetzt ein Dislike geben wollen oder nicht, aber die sollten sich das nicht angucken. Damit helfen die denen nur. Mit anderen Worten für Minecraft-Kiddies. Don't feed the beast. Junge, geh da nicht hin und guck dir das an und gib dann Dislike. Nein, versuch am besten gar nichts zu geben, denn egal welche Bewertung, das hilft denen doch nur. Egal welche Bewertung du da gibst. Jetzt sag mir nicht, ja, das macht er dabei in der Suche runter, wenn du einen Daumen runter gibst. In Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Wenn du nach dem Video suchst, findest du es immer. Und generell von diesen YouTubern findest du eh immer alles. Und wenn ihr wirklich was dagegen tun wollt, dann versucht wirklich, wie die Leute sagen, wenn man dort hatet, dann kommen die meistens an, hau doch ab, guck dir das Video nicht an. Und damit haben sie total recht. Man soll es sich nicht angucken und dann hat man die Videos auch nicht mehr dort. Man sollte sich immer nur das angucken, was man auch mag. Und wenn man nur das anguckt, was man auch mag, dann wird man auch dafür sorgen, dass das größer auf YouTube wird. Und das sollten wir wirklich mal probieren, sowas zu tun. Ich könnte dafür sogar ein gutes Beispiel darstellen, da ich mir sehr viel angucke. Sehr, sehr viel. Und ich schreibe da auch relativ viele Kommentare. Kommentare sind auch sehr wichtig. Wenn ihr Kommentare übelst oft unter Videos runterschreibt, dann wird dieses Video auch hochgewertet. Und gerade bei den YouTubern, die ihr nicht mögt, werden viele Kommentare reingeschrieben, weil die Leute natürlich eurer Meinung sind. Also ziemlich viele. Und dann gibt es natürlich die Fans von denen, die dann was dagegen schreiben. Und so hat man dann einen richtigen Kommentargenerator. Das wertet das Video nur noch hoch. Und wenn ihr was dagegen tun wollt, einfach gar nicht erst beachten. Einfach total weggehen davon. Gar nichts dagegen tun. Und dann werdet ihr sehen, da wird was passieren. Und dazu müsst ihr wirklich andere bewegen. Klar, das ist natürlich auch irgendwie blöd, wenn man denen nicht mehr die Möglichkeit gibt, oder haben jetzt viele gedisliked, vielleicht sollte ich da mal was verändern. Aber ganz ehrlich, diese Leute verändern nichts an sich selbst. Beispiel ApoRed. Der hat zum Beispiel ja diesen Bombenprank gemacht, hat dann gemerkt, oh Scheiße, jetzt haben die hier gesagt, ja, ist nicht so toll gewesen, keine gute Idee. Und was macht er? Ein Entschuldigungsvideo, was an sich ja nicht schlecht ist, aber er hat es ja nicht wirklich so gemacht, dass er es wirklich ernst meint, hat sich jetzt nicht so angehört, denn er hat direkt am Ende ja wieder Werbung für irgendwas gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Habe ich mir gar nicht erst angeguckt, weil ihr wisst ja, ich will das Biest nicht füttern. Und wenn ihr wirklich Leute dazu bewegt, wirklich dazu bringt, das nicht mehr anzugucken, kein Dislike oder Like geben. Like könnt ihr gerne den Ge Leuten geben, aber ja, ich wüsste jetzt nicht, warum ihr das tun wolltet, wenn ihr die nicht mögt. Wenn ihr die mögt, natürlich gerne immer ein Like geben, aber wenn ihr die Leute nicht mögt, einfach gar nicht erst beachten, die kommen nicht wieder, wenn ihr die nicht anguckt. Es sei denn, die machen ein neues Video, dann kommt das
durchaus mal vor. Oder wenn irgendwer über diese Rede, also über diese Leute redet in seinen Videos. Ich könnte jetzt zum Beispiel ganz viel Text von diesen Leuten, über die ich rede, da ins Video reinpacken. Also unten drunter. Und ihr würdet die Videos rechts an der Ecke sehen. Vielleicht sogar schon, wenn ich das einfach nur in den Titel schreibe. So funktioniert das. Und ganz ehrlich, am besten könnt ihr was dagegen tun, indem ihr selber so ein Video, wie ich jetzt gerade macht, wo ihr einfach darüber redet, dass das total scheiße ist. Dass man da immer draufklickt und denen eigentlich nur noch hilft. Wenn ihr wirklich was dagegen tun wollt, teilt dieses Video irgendwie, macht ein eigenes Video oder sorgt irgendwie dafür, dass dieses Video hier komplett nach oben gewotet wird. Was weiß ich? Einfach ganz viel Kommentare schreiben. Ich meine, bringt bestimmt was oder ganz viel Daumen hoch geben oder sonst irgendwas. Hört sich voll nach Bettelei an, aber irgendwie muss man ja seine Meinung durchbringen. Und ja, eigentlich war das auch schon, worüber ich reden wollte. Je kürzer das Video ist, desto durchdringender ist die Message, denke ich mal. Gut, ich denke, ihr wisst jetzt, was ich euch sagen wollte. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Video. Vergesst nicht, das hier irgendwie zu teilen oder so. Wenn ihr unbedingt wollt, müsst ihr natürlich nicht machen. Gut, ciao.